2 in der Win-Today Eishockey League. Die Finalserie macht erstmals im Salzburger Volksgartenstopp mit McIlvain und die Red Bulls sehen sich einem 0-1-Serienrückstand gegenüber. Der HCB Südtirol Alberi hat am grünen Donnerstag unter der Ägide von Glenn Handlern in der Serie mit dem Minimalergebnis von 1:0 angeschrieben. Die Fans erhoffen sich natürlich mehr Tore, der HCB erhofft sich mehr Tore. Das unter anderem auch angeführt vom wiedergenesenen Dustin Gaisley. Spielminute 6 und der Topscorer der Bozler in den Playoffs hier mit dem Puckgewinn und dann der feinen Aktion. Scheibe allerdings nicht im Tor untergebracht. Es dauert ein klein wenig, bis die Salzburger gegen gut stehende Bozner auch ihre Chancen vorfinden. Ein Schösschen, wenn man so will, jenes von Benjamin Nissner. Sam Harvey im Tor der Bozner nach seinem zweiten Postseason-Shutout ohne Probleme. Etwas größere, dann schon eine Minute später bei diesem Schuss von Lukas Thaler. 10 Minuten absolviert per Safe von Sam Harvey. Gutes, gefälliges erstes Drittel von beiden Seiten mit zwar höheren Spielanteilen der Bozner, aber Salzburger, die immer wieder giftig vors Tor kommen und auch das kennt man aus Spiel 1. Da wird dann sofort abgeräumt. Sam Harvey häufig im Mittelpunkt des Geschehens, hält seinen Kasten weiterhin sauber. Die Bozner ihrerseits im ersten Drittel noch einmal mit durchaus sehenswerte Martinotto direkt abgezogen, aber auch Atte Tolvanen, ein Mann vom Fach und ganz großer Klasse. Fast 95% seine Safe Percentage über die gesamten Playoffs gesehen. Die Torsperre der Salzburger dauert schon 80 Finalminuten und sollte auch noch ein klein wenig weitergehen, weil Dylan Die Perner hier die nächste Gelegenheit vorfindet. 24 Minuten zu diesem Zeitpunkt absolviert der Bozner Verteidiger, der seit 65 Spielen nichts getroffen hat, muss auch noch ein klein wenig weiter und länger auf den nächsten Ligatreffer warten. Scheibenverlust der üblen Sorte von den Bozner. Und dann ist es Florian Baltram, der fast kapital daraus schlägt. Dylan Die Perner vorher noch offensiv gut ausgesehen, defensiv kurz danach ganz schwach. Und Flo Baltram bleibt weiterhin ohne Treffer in dieser Postseason. Dann ist es Troy Borg zum ersten, zum zweiten. Sam Harvey verhindert einmal mehr, dass Bozen hier in den Rückstand gerät. Aber langsam aber sicher wäre es ob der sich häufenden Salzburger Chancen an der Zeit. Thomas Raffel mit diesem Pass auf Martin Steinoch. Und jetzt anschnallen und genießen. Steinoch, Spielminute 31, 1:0 Salzburg. Wunderbarer Pass und dann ein Verteidiger im Stile eines Topstürmers. Steinoch sorgt nach 91 torlosen Finalminuten dafür, dass die 94-minütige Torsperre im Finale 2007-2008 auch die längste der Salzburger Teamgeschichte bleibt. Wir springen in den Schlussabschnitt und dort legt Salzburg nochmal einen drauf in Form von Nikolai Mayer. Salzburg vor allem im Schlussabschnitt, die spielbestimmende Mannschaft, die agilere Mannschaft, die energischere Mannschaft und hätte deutlich höher als 1:0 in Führung liegen müssen. Und dann ist es dieser Break von Daniel Frank, der fast den Ausgleich bedeutet hätte. Fast deswegen, weil die Scheibe dann eben auch aufs Tor gehen muss. Das schafft der Kapitän des HCB Südtirol in dieser Situation nicht. Kurz vor Ende gibt es eine Strafe gegen die Salzburger. Bozen mit 6 Mann schafft es aber nicht, den Puck an Tolvanen vorbeizubringen. McLuhl, der gleich zweimal scheitert und dann ist es wenige Sekunden danach auch amtlich. Salzburg gewinnt Finale Spiel 2 ebenfalls mit 1:0. Nach einem Sieg Bozen und einem Sieg Salzburg ist Finale 5 garantiert aus Best of 7, wird jetzt
Best of Five. Ja, und noch dazu war es der erste Treffer für die Red Bulls von Martin Steiner. Martin, first of all, thanks for taking the time. The incredible game ends 1-0 for you guys. A game with a highly intensive game with so many emotions. And you scored your first goal in this league. How was the feeling when you saw that the puck goes in? Yeah, that's awesome. Especially when we win the game. And we had a lot of chances, not just me. We could win much more, but we are really happy for a win. You mentioned that you had a lot of chances. You were the dominating team for such a long time, but you didn't score. How frustrating was it that you scored the first goal after 91 minutes in the series? I don't think so. It's the first thing, but we know we played a good game in Bozen, and we got an unlucky goal, and we lose. And we know we could play much better at the home, and we know we are a better team, and we focus on us, and I think we will play our game to be successful. Martin, thanks a lot. Enjoy. Thank you very much. Es ist der Kapitän der Füchse, nämlich Daniel Frank. Daniel, zunächst einmal danke dir, dass nach dieser Niederlage von Mannschaft unglaublich bitter heute mit 0-1 verloren. Aus deiner Sicht, wie war die Partie? Ja, ich glaube, wir haben gut gefangen. Wir haben die nächste Serie nach der knappen Serie. Zwei kurz nach, wo wir waren gewonnen. Ja, ich glaube, wir waren dort zumindest das zweite Drittel. Da wurde nichts später und wir haben auch so die Scheibe mit Bier gebracht und keiner da den Heim Unterschied. Vor dem Spiel hat euer Coach auch gesagt, wir müssen heute mehr Zeit in der offensiven Zone verbringen. Aus deiner Sicht, ist das teilweise gelungen, besser? Ich glaube eben im ersten und im dritten Drittel schon. Wir haben weniger aufs Tor gebracht, wir müssen mehr aufs Tor bringen. Aber eben, wo wir ein Spiel verloren haben, ist auf jeden Fall das zweite Drittel. Es ist zweimal das Ergebnis 1-0. War das Zufall bis jetzt? Nein, ich glaube nicht. Also, es wurde 1-0 im Ritter erwartet, aber dass er eine knappe Serie wird. Und vor allem eng, weil mit den zwei Top-Domen und die zwei Mannschaften muss wirklich auf die Defensive sorgen. Und das ist klar, wie ich sage.